So, oh, ein Dorf gleich. Ja. Verkackte Mistzau. Verkackte Mistzau. Wenn ich fragen darf. Ich bin Marlon, also Soundmaster, und bin hier gerade ja, Sie sind wahrscheinlich der Neue. Ich bin der gute alte Franz. Ich bin heute der Reiche da schon so. Na, haben Sie zufällig Franz gesehen? Der Reicher ist... Reicher sieht aus wie ein, jetzt hab ich ihn. Raus aus den Federn! Hallo, wer sind Sie? Ja, hier nimmst du mein Geld. Willkommen zurück zu Minecraft Roleplay. Wir fahren hier erstmal Zuckerrohr ab, denn dieser Typ hat ja gesagt, er kommt ja nächste Woche wieder und will das Doppelte. Deshalb brauchen wir Zuckerrohr für Papier. Und heute werden wir auch zum Waffenhändler gehen. Alles meins. Versauere ich das ganze Feld hier. Bam, bam. Ja, jetzt habt ihr nichts mehr zu feldern. Und ja, es backt ein bisschen. Na, jetzt kannst du mal schauen, wie du deinen Scheiß Feld betreibst. Ah, da ist was gelandet. So, ich hasse es nämlich, dass der hier die ganze pflanzt. So, jetzt hat er keinen Feld mehr. Ja, wir machen daraus jetzt noch ein bisschen Papier und hoffentlich hat der eine das Angebot. Wo sind es? Hier. Achso. So. So, Sekunde. Wo? Irgendwo in diese Richtung hat der eine Typ hier gesagt. Dieser Milliardär. Oh, ich sehe es schon. Auf dem Weg dahin können wir noch ein bisschen Zuckerrohr mitnehmen. Weil wir brauchen das, damit wir diesen scheiß Typ bezahlen. Es sei denn, der Milliardär gibt mir noch ein bisschen Kohle, was ich ja hoffe, weil in einem Monat muss ich ihm das wieder alles zurückgeben halt. Aber dieser Bandit mich direkt beklaut, obwohl ich gerade mal neu eingezogen bin. Das ist die komische Frage. So, hallo? Hallo und herzlich willkommen bei mir. Ich bin der Waffenhändler. Womit kann ich dienen? Ich bräuchte ein Schwert, damit ich kämpfen kann. Welches Schwert? Haben Sie ein... Oh, wie viel kostet das Diamantschwert denn? Das Diamantschwert kostet 5 Smaragde. Gekauft. 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe hier aber auch noch im Angebot Diamantspitzhacken, eine Diamantrüstung, Goldschwerter und Pfeil und Bogen und ein Feuerzeug. Wie viel kostet denn eine Spitzhacke? Eine Spitzhacke kostet doch mal 5. Ah, okay, ich habe leider nur 3. Ich bin der... Okay, ich bin ein bisschen nett, denn Sie sind ja hier wahrscheinlich neu eingezogen. Ja, ich bin vor 2 Tagen. Das ist egal. Okay, dann haben Sie hier nochmal 3. Sie haben die Stadt noch nicht sehr gut kennengelernt, oder? Nein, ich habe nur einen Typ kennengelernt, der mich jede Woche ausrauben will, und einen Milliardär und einen Freund von ihm. Wie wär's denn so? Ich komme mal mit ihm mit, zeige ihm die Stadt ein bisschen. Ja. Und ja. Ja, weil ich mal nett sein will. Ich wohne hier ein bisschen abgelegen, damit die Polizei mich nicht findet. Ja. Ja, okay, jetzt wird's aber Nacht. Haben Sie schon eigentlich die neue Bank von Franz gesehen? Die ist mir jetzt gerade aufgefallen. Es wird Nacht, Das Gute ist daran, du kannst dir immer
einen Kredit aufnehmen. Den musst du dann halt irgendwann wieder zurückbezahlen. Und ich habe nämlich auch schon eine kleine Überraschung für dich. Okay. Und lassen Sie mich mal bitte zum Herrn Franz gehen. Wir sehen uns dann gleich wieder. Ja, okay. Tschüss. Tschüss. Ja, Herr Franz, ich hätte gerne das da, ne? Und das hätte ich gerne auch noch. Danke, Herr Franz. Sie sind wirklich ein netter, junger Mann. So, hier bin ich wieder. Wo sind Sie? In meinem Haus. Wo wohnen Sie? Ich habe Ihr Haus im ersten Haus gesehen. Ach, hier. Damit Sie immer auf dem Laufenden bleiben, habe ich mir gedacht, ich habe Ihnen hier einen Briefkasten. Okay, danke. Bitte. Immer wenn Sie irgendwas brauchen, gehen Sie bitte zu den Herrn Franz, denn der ist auch Postmitglied. Der wird das dann weiterleiten. Okay. Gut. Das war's dann von mir. Ich gehe mal zurück zu meiner Basis. Tschüss. Tschüss. Okay, jetzt erstmal hier schlafen gehen, weil es ein bisschen dunkel ist. Ah, okay, das ging schnell. So, und zwar brauchen wir unser eigenes Feld. Was verkaufst du eigentlich? Machen wir 2 Smaragde. Das heißt, der Typ kommt nur jede Woche. Das ist zumindest gut. Aber er will jede Woche mehr, ist das Problem. Aber solange er nur einmal die Woche kommt, ist gut. Dass er immer mehr will, ist schlecht. Ah, die Häuser sind immer so kompliziert aufgebaut und komisch. Kartenleser. So. Spring! Scheiße. Hä? Das habe ich gerade So. Und zwar, rufen wir mal einen fahrenden Händler, der ein paar Tagen kommen soll. So, Junge, was ist falsch mit dir? So. Ich glaube, ich werde jetzt mein Feld mal machen und dann... Also ein Feld, wo kein Villager reinkommt, denn die nerven. Junge! Alles, was in mein Haus eintritt, wird getötet. So. Okay, gut, das lassen wir mal so durchgehen, dass es so heißt. So. Wir haben kein bisschen Erde. Somit werden wir uns jetzt ein bisschen was farmen. Und ich habe noch keine Schaufel. Ja, jedes Zuckerrohr noch mitnehmen. Ich frage mich. Dieser random Moment, wenn ein Spieler aus dem Nichts einfach in der Luft auftaucht. Ja, erstmal so eine Schaufel. Oh, die Post war da. Was haben wir denn? Hallo Herr Marlon, ich möchte gerne mal Geld zu. Ich habe noch nicht mal Geld eingezahlt. Das verstehe ich nicht. Ich habe noch nicht mal was eingezahlt und der will schon mein Geld zurück. Hä? Warum will der Geld, wenn ich noch nicht mal irgendwas eingezahlt habe? Oder war das dieser
Waffenhändler, der für mich einen Kredit gemacht hat und ich glaub, das war ein langer Arbeitstag. Meine Bank verdient sehr viel Geld. Darüber bin ich auch froh. Hallo. Sind Sie Herr Franz? Ja, oder? Ich bin ja der Millionär, der was die Ding gehört. Lass uns bitte in meiner Bank darüber reden. Ja, okay, ich komme gleich nach. Ja. Geld nochmal nachzählen. Diddle-di-di. Ja, das passt alles. Noch niemals bei mir eingebrochen. Herr Marlon, kommen Sie bitte. Okay. Ach, hallo. Sie fragen sich wahrscheinlich, warum ich Sie hergebeten habe. Ja. Nun ja, das ist deswegen, weil, sagen wir, die mir haben sich ja letztens einen Stack und ja genommen. Das habe ich ihnen gesagt, dass sie das zurückzahlen müssen irgendwann. In einem Monat. Und ja, das ist halt das Problem gewesen. Ich habe halt eine Post vom, also einen Brief vom Ding von meinem behalten und also von meinem Anwalt bekommen. Und der hat gesagt, dass mein Geld ausgeht, weil ich zu vielen Leuten was hergebe. Deswegen wollte ich Sie fragen, ob Sie das Geld schon mittlerweile zusammen haben, damit Sie es mir zurückgeben. Ich habe erst 3, weil ich muss mit den Villagers nämlich trainen, weil mich jede Woche dieser eine Typ ausrauben will und jedes Mal das Doppelte haben will. Welcher eine Typ denn? Der da immer in der Nacht ausrauben will. Ach so, der da. Übrigens, den Typen kann man ein bisschen verschrecken mit Feuer, glaube ich. Letztens habe ich vor meiner Haustür Feuer angezündet und er ist nicht reingekommen. Ich glaube, dass er Feuer nicht okay, mag. Dann brauche ich ein bisschen Feuerstoff und dann Eisen. Somit muss ich dann in eine Mine gehen. Ich glaube aber, ich habe letztens beim, wie heißt es? Ich war letztens einkaufen, habe mir dieses Schwert geholt vom, Waffenhändler und er hat gesagt, dass er noch ein Feuerzeug hat. Du könntest dir da ja ein Feuerzeug herholen. Ja, okay, ja. Dann gehe ich mal Georg besuchen. Ja, okay, tschüss. Tschüss. Mit Feuer, okay. Ich hoffe, dass wieder so ein Typ in die Stadt kommt, der mir so ein also der wieder so eine Aktion halt durchsagt, dass Feuerzeuge billiger sind, denn dann werde ich mir vielleicht eins holen. So, die Tür werde ich bestimmt. Lalala, lalala. Oh, hallo, Herr Waffenhändler. Ja, ja. Ich wollte eigentlich gerade nur ins Dorf kommen, um mit meiner Bank über einen Brief zu reden, aber was ist denn? Auch nichts, ich wollte nur Hallo sagen. Weil ich bin ja so freundlich. Ist irgendwas? Nein. Brauchen Sie irgendwas, oder? Nein, derzeit nicht. Ich habe ein Feuerzeug, ich habe Schwerter, Pickaxe. Nee, dabei brauche ich noch nichts. Ach ja, übrigens, ich werde wahrscheinlich heute noch in ein paar Minuten ein neues Angebot machen. Feuerzeug wird wahrscheinlich gratis sein, aber... Ja, okay. Ich werde nachher noch vorbeischauen. Nein, ich schicke Ihnen eins per Post. Okay. Okay, dann bis später. Wenn man sich mal sieht. Ey,
Feuerzeuge gratis. Das ist ja mal cool. So, wir haben jetzt noch eine Tür. Was machen wir mit der Tür jetzt? Weißt du was? Ich stell einfach die Türen hier auf. So. So, dann kümmern wir uns mal um unser Feld, aber davor brauche ich noch ein bisschen Holz. Ja, da muss die Post hin, hier muss die Post hin. Ja. Der Iron Golem hat den Geschenk von Iron Golem Frau bekommen, hier bitte. Der bekommt noch eins. Da steht jetzt noch auf meiner Liste. Marlon bekommt noch ein Paket. Okay, das geht eh. Ja, gehen wir mal weiter. Wo wohnt denn der nochmal? Ich glaube, der wohnt hier. Nein, da wohnt er nicht. Ach, hier. Hallo? Jemand zu Hause? Hallo? Jemand zu Hause? Hallo? Ja. Ich bin die Postbotin. Sie haben hier ein Paket bekommen. Bitte mal unterschreiben. Okay, warten Sie. Nur Marlon reinschreiben, das genügt mir. Ich weiß ja, wie Ihr Name ist. Nicht signieren oder so. Das ist ganz nett. Ja, bitte. Danke, das war ein Paket drin, bitte. Okay, danke. Tschüss. Das scheint alles zu passen. Okay, tschüss. Tschüss. So, und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute. Tschüss.